Und da ist er wieder, unser Markenpsychologe Oliver Spitzer. Hallo Olli. Hi Tobi. Du, wir wollen ja immer auch mal ein paar Begriffe hier analysieren, ein paar Fachbegriffe, und zwar dann aus deiner Warte heraus betrachtet. Call to Action ist so einer. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, der Call to Action in Radiospots muss nicht immer richtig sein. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Was heißt jetzt Call to Action in diesen Zeiten und warum muss der nicht immer sinnvoll sein? Call to Action tatsächlich ein oft nicht unbekanntes Wesen, sondern mehr ein missbrauchtes Etwas. Mhm. Der Call to Action sind meistens in einer Spot-Dramaturgie die letzten paar Sekunden, wo nochmal der Aufruf jetzt kaufen, ne, durch Verknappung, durch eine Rabattaktion, durch sonst noch was, nochmal schnell Kauflust geschürt werden soll. Ja. Und in der Theorie ist das immer wunderbar, in der Praxis ist das etwas, das verdammt oft schief geht, leider. Inwiefern? Ja. Gerne gibt es mal ganz pragmatisch zwei verschiedene Abteilungen. Die eine Abteilung macht den bunten Spot, ja, denkt sich die schöne Geschichte aus, und die andere sagt, was am Ende nochmal schnell in die Welt geschrien werden muss. Ja. Und dann haben wir eine schöne Geschichte und die letzten paar Sekunden sind nicht dafür da, die Geschichte abzurunden oder einen Highlight-Moment zu setzen für die Geschichte, sondern um die Leute nochmal schnell anzuschreien und zu sagen, hier gibt es noch was billiger. Das heißt nicht, dass Rabattaktionen falsch sind. Das heißt aber, dass beispielsweise die Rabattaktion oder generell der Call to Action zur Marke passen muss. Mhm. Eine Marke, die auf Kultivierung und Hochwertigkeit aufgebaut ist, die macht den ganzen schönen Spot kaputt, wenn sie mich am Ende nochmal schnell mit billiger anschreit. Ja, eine Marke, die auf mich alleine zugespitzt ist, ja, die ich mir selbst gönne, die macht alles kaputt, wenn sie am Ende einen Mengenrabatt gibt beispielsweise. Also die Art des Rabattes, die Art des Call to Actions, sowohl inhaltlich als auch in der Machart, haben einen Rieseneffekt, nicht nur auf den Abverkauf, sondern auch auf die emotionale Gesamtwirkung des Spots. Also wenn ich das richtig verstehe, sagst du, diese Handlungsaufforderung, der Call to Action, die kann auch implizit, unterbewusst kommen. Die muss nicht ganz ausdrücklich ausgesprochen werden oder rausgeschrien werden, dann mach doch dies, dann geh doch dahin und so, sondern die kann auch einfach in einer schönen Geschichte verborgen bleiben und es löst dann im Zuhörer, in der Zuhörerin selber diesen Wunsch aus, jetzt was zu machen. Genauso muss es passieren. Mhm. Wenn die Geschichte, das Produkt, die Marke, die Welt, die aufgemacht wird, mich nicht motiviert bzw. zum Kauf inspiriert oder verlockt, dann hilft Anschreien danach auch nicht. Okay, dann ist das heute an dieser Stelle ein Plädoyer für gute Geschichten und dafür bis zum Ende durchgezogen. Ne? Bis zum Ende durchgezogen und sie dann nicht kaputt zu machen mit so einem Rumpel-Call to Action zum Schluss. Genau. Okay, nehmen wir mit als Empfehlung. Dankeschön dafür. Wenn Sie mehr wissen wollen oder wenn Sie auch mal eine Frage stellen wollen an unseren Emotionsforscher und Markentiefenpsychologen Oliver Spitzer, dabei sein at wdr-mediagroup.com. Schönen Tag noch. Danke, Olli. Mach's gut. Ja, auch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.